Channel Kachi Meister. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video in Dragon Ball Z Dokkan Battle. Endlich ist es mal wieder soweit und es hat heute einen sehr guten Grund. Es ist Freitag, der 20. April 2018. Wir haben es 8.37 Uhr und diese beiden Kollegen sind gerade frisch rausgekommen. Es sind Tech Vegeto Blue und STR Super Saiyan Rose Goku Black. Ja, die Banner wurden 1:1 von JP übernommen. Und ja, vorneweg, ihr seht, ich habe 715 Stones, mal wieder Riesenprops an Jürgen, meinen Stone-Seller. Ich habe 190 gehabt, habe 400 Stones gekauft und er hat mir einfach über 500 drauf gemacht. Also mega Props. Einmal ihn besuchen in der Beschreibung, da gibt's Cheap Stones. Yo, ja. Ich gehe sehr steil rein, ich bin noch nie so steil in einen Banner gegangen. Das höchste war über 500 Stones für Super Saiyan 4 Vegeta und Super Saiyan 4 Son Goku. Vegeta war mir erst eigentlich egal, ich wollte unbedingt Son Goku. Da hatte ich 300 noch was Stones gefarmt, über Monate hinweg und habe ihn nicht bekommen. Dann bei Vegeta, bei diesen Discounted Multis, da habe ich ihn dann im ersten Free Multi gekriegt. Dann habe ich noch ein paar Stones reingelegt und irgendwann hatte ich dann Goku doch. Also so viele Stones habe ich noch nie in einem Banner investiert. Ich gehe sehr steil auf Vegeto, weil ich eben alle Super Neo Gods habe. Also Super Saiyan 4 Son Goku, Vegeta, Super Saiyan 3 Angel Goku, Super Saiyan 3 Gotenks und Super Gogeta Int. Und da wäre Vegeta natürlich perfekt. Rosé, ich bin nicht so der... Okay, hier gibt's Omega Shenron, das ist nice. Ich bin nicht so der Extreme-Fanatiker, deswegen wäre er mir nicht allzu wichtig. Aber für mein Potara-Team wäre er schon ganz useful. Und da könnte ich auch die Grand Kais aus dem Extreme Z-Awakening vom STR Broly nutzen. So, dann gibt es hier Ticket Summons, wie ihr seht. Und das ist nämlich genau die gleiche Geschichte wie bei Int Gogeta und STR Janemba. Man hat am Anfang, kostet der Multi 10 Stones, da kriegt man 3 Units. Dann nach 25, dann nach 40, dann hast du einen gratis und ab dann kosten sie 50. Und ab dem 7. kriegst du pro Multi einen random amount of Tickets. Und ja, also wie bei... Ne, bei Gogeta war das gar nicht. Bei Ultra Instinct Goku war das, Entschuldigung. Also genauso wird das ja auch sein. Ja, ich werde größtenteils, wie gesagt, auf Vegeto gehen und ein bisschen auf Rosé. Ich weiß noch nicht, ob ich das alles in ein Video packe oder mehrere Teile mache, weil das sind doch schon sehr viele Stones. Aber ich fange direkt an. Ich erinnere, weil ich gerade mit Gogeta sagte, ich erinnere an mein Gogeta-Summon-Video, da habe ich Gogeta im ersten Multi-Summon gekriegt und das wäre natürlich sick. Wir fangen direkt an, der erste Multi bei Tech Vegeto Blue. Da sind übrigens sehr interessante Units drin, STR Ultimate Gohan, Physical Super Saiyan 3 Gotenks, STR Super Saiyan 4 Son Goku. Da wäre ich über einen Dupe auch nicht gerade enttäuscht, denn das wäre dann mein vierter. Dann könnte ich ihn auf 100% bringen und das wäre absolut sick. Okay, fangen wir an mit diesem ersten Multi. Erstmal haben wir AGL Super Saiyan Trunks Kid, dann den Tech Ultimate Gohan und gut, STR Goku. Es kann nicht immer ein SSR sein. Aber ich habe auch schon gesehen, bei JP, da waren die Raten nicht gerade... Blessed, um es so zu formulieren. So. Ich merke, das Handy leckt durch die Aufnahme gerade etwas, aber das soll nicht weiter schlimm sein. Wir haben Zeit. So, es geht los. Int Vegeta, den hatte ich noch nicht, aber den brauche ich auch nicht. Dann AGL Trunks, der ist neu. Den kann man benutzen, um die SA von den anderen Rage Trunks zu feeden. Oder eben der ganz neue STR Rage Trunks. Der ist ein SSR. So, Borgos. Wieder der Tech Ultimate Gohan.
und AGL Goku. Alright. Unser erster SSR ist relatively useless, aber gut. Weiter geht's. Hinein. Mein Hauptfokus liegt wirklich auf diesem Tech Vegetto. Ich brauche ihn unbedingt als Leader. Weil sein Leader-Skill ist einfach Jokgüzel. Super Saiyajin, Super Saiyajin. Du! So, Physical Trunks. Dann Chaozu. Piccolo. Tech Ultimate Gohan, den werden wir sehr, sehr oft ziehen heute, ich merke ich schon. Da ist der STR Trunks! Da haben wir ihn schon. Ein sehr guter Tank. Ja, freue ich mich. Kid Gohan. Beerus. Boo. Und nochmal der AGL Trunks. Und nochmal Beerus. Also wenn das so weitergeht, dann haben wir genug Ultimate Gohans und Trunkses, um, ja, mal gucken, um die alle auf SA10 zu bringen. Jetzt unser Free Multi. Manche sagen, von Free Multis kann man nichts erwarten. Ich habe im Free Multi, wie ich schon gesagt habe, Vegeta gezogen. Den Super Saiyan 4. Also ich finde, ein Free Multi unterscheidet sich nicht von einem regulären Multi. Wir werden sehen, was uns dieser Free Multi einbringt. Tenshin Han. Son Gohan. Nail. Super Saiyan 3 AGL Goku. Okay. Piccolo. Videl. Chi-Chi. Und Kid Trunks. Und Yajirobe. Und STR Beerus, den hatte ich auch noch nicht. Ist jetzt aber auch kein Must-Have. Okay, zwei SSRs in diesem Multi. Obwohl er free ist. So, ich gehe noch einmal komplett rein. Das heißt, nochmal drei Multis und der Free-Multi. Und dann mache ich, glaube ich, nochmal einen Durchgang im Rose-Banner. So. SSJ2, okay. Trunks. Nail. Ich dachte gerade irgendwie von der Pose, das wäre Vegetto. Virus. Trunks nochmal. Nail. Nochmal der AGL Trunks. Ist alles schönes SA-Futter, Yamchu. Nochmal der Trunks. Chi-Chi, Chaozu. Okay, unser erster Dead Multi, wenn ich mich recht erinnere. Aber wir kriegen direkt Tickets. Drei Stück. Okay, mit den Stones, die ich habe, werde ich auf jeden Fall mir ein Haus aus Tickets bauen können. Und ja, worst case, wenn ich Vegetto mit den Stones nicht ziehe. Oh, das wird ein Beigeist. Wenn ich Vegetto mit den Stones nicht ziehe, dann vielleicht mit den Tickets. So, thank you, Dragon Balls. Der Goku, der zum Gott wird. ST Ultimate Gohan, willkommen im Account. Den hatte ich noch nicht. Und jetzt kann ich auch mein Hybrid Saiyan Team machen. Yamchu. Krillin. Majin Buu. Kaioshin der Zeit. Kid Gohan. STR Ultimate, ach, STR Tech Ultimate Gohan, Tech Pan, Trunks, und das war's, okay, geil. Willkommen Son Gohan, nochmal drei Tickets. Ja, stark. Und ich glaube, wenn ich so aberglaubemäßig bin, damals hieß es ja, die Raten seien gerickt, Komma, man kriegt immer nur einen bestimmten SSR Summon Pool, wenn man in Dokkan ist. Und wenn man sich ausloggt, dann wird der refreshed. Also ich glaube, ich versuche gleich noch mich umzuloggen. Vielleicht kriege ich dann ja andere Units. Nail. Chaozu wieder. Son Goten. GT. Bulma. Krillin. Whis.
Der hat auch jetzt den Joker bekommen. Yamchu. Also auf JP. Chaozu. Beerus. Und Kid Trunks. Okay. Leider ein Dead Multi. Aber nochmal zwei Tickets. Und jetzt der Free Multi. So, bis jetzt immerhin ein Featured SSR, der Gohan. Und der ist ziemlich gut. Hat auch eine farmbare SA. Kaioshin. Tenshin Han. Kid Trunks Super Saiyajin. Beerus. Yamchu. Nochmal Beerus. AGL Super Saiyajin Future Trunks. Den kriegen wir heute ja loads. R Piccolo. Nochmal Dead Future Trunks. Und das war's. Noch ein Dead Multi. Okay. Ich gehe in den Rosé Banner. Wenigstens mal die erste billige Rotation. Und vielleicht kriegen wir ja Rosé. Immerhin. Glaube ich zwar nicht, aber weiß man nicht. Und Worst Case sind es gerade extrem viele Baba Points. So, wir fangen an. C17. Dann Sarbon. Und Tagoma. Okay, also. Gut, der war schon mal nichts. Kann man auch, glaube ich, nicht erwarten. Ich hatte auch, glaube ich, damals mit Gogeta das achtfache Luck. Und danach hatte ich ja monatelang keinen Luck mehr. Also vielleicht sogar besser so. Aber vielleicht in diesem 20 Stones Multi. C17. Super Vegeta. Ah, ne, Super Saiyan Vegeta. Bowser, also Salsa. Und AGL Sin Shenron. Der leider useless ist. Außer höchstens Dokkan Awaked für den STR Omega Shenlong, wo ich auch im Ticket Summon meinen vierten Dupe gezogen habe. Also den kann ich auf 100% machen, aber ich benutze ihn halt nicht. Deswegen relativ useless. So, Yakon. In Summers, der ist auch neu. Quasi das Gegenstück vom STR Trunks. Und das ist der beste Base vom Summers bislang. Aber das ist auch nicht schwer. Der STR ist außer seiner Healing-Fähigkeit auch relativ, useless. Extreme Class. Das ist ungewohnt zu lesen. Wurde im letzten Update geändert, dass man, das Extreme Type jetzt Extreme Class ist. Guldo. Nochmal AGL Sin Shenron. C19. Nochmal AGL Sin Shenron. Nochmal AGL Sin Shenron. Sangia. Und AGL Summers, mit dem man auch die SA farmen kann. Und jetzt der Free Multi. Also bis jetzt Loads von den AGL Shenrons. Super Saiyajin, come on. Wenigstens ein Omega Shenlong Dupe, da wäre ich schon glücklich mit. Buff Buu. Haze Shenron. Geese. Rassin. Dr. Gero. AGL Samas. C17. C18. Paragus, AGL Shenron. Okay, also die waren für den Arsch. Gehen wir ein Vegetto rein. Achso, die Tickets muss man so aus der Giftbox holen, okay. Nochmal eine. Nochmal vier Multis bei Vegetto Blue. Ich mache jetzt einfach alles in einem Video. Das ist zwar insane, was die Länge betrifft, aber I don't really mind. Weil es, glaube ich, für ein zweites Video nicht reichen wird vom Material. Oh, mein letzter Super Saiyan 4 Goku Dupe!
100% Super Saiyan 4 Goku ist da. Krillin. Tenshinhan. Oh, da ist nochmal ein Dupe für den Physical Super Saiyan Gotenks. Das ist ein sicker Multi bislang. Trunks. Baseform Goku. Whis. Virus. Und Super Saiyan Kid Trunks. Geil. Zwei SSRs, die sich wirklich lohnen. Da gibt's wieder schön drei Tickets.